Hallo Leute, ja, wir sind hier wieder unterwegs, mal gerade hier reingeguckt. Können wir irgendwie noch updaten, aber ich glaube, wir hatten das letztens gemacht, oder? Obwohl, er hier würde noch gehen. Herzchen sind schon durch. Schutzanzugtraining. Er wäre hier auch gut drauf. Keine Herzchen mehr da, dann kriegt er auch Schutzanzugtraining. Hier sind die Herzchen schon alle da. Tja. Aber er hat hier ein Limit schon. Er auch. Er auch. Er geht auch schon. Und hier sind sogar zwei Punkte schon zu vergeben, aber wir sind hier nicht gut. Es ist aber alles im Rahmen, glaube ich. Da können wir das erstmal so lassen. Gut, dann haben wir das schon geklärt. Wir müssen jetzt mal schauen, wie wir hier weiterkommen. Wir hatten das Öl letztens, habe ich noch beim Video kontrollieren gesehen. Das müssen wir hier mal aufwischen. Sonst haben wir nämlich nachher ein Problem, dass wir es nicht mehr aufwischen können, ne, wenn da zu viel ist. Zurzeit läuft das ja. Eine Pumpe müsste da rein, theoretisch hier rein. Ne? Ja, müssen wir auf Dauer auch bauen. Ihr geht mal ins Logo schauen und dann gehen wir aus dem Rotbildschirm. Der kommt hier in 16 Zyklen, der Vesuv. Dann ist das auch schon mal klar. Wir waren letztes Mal hier und haben dieses Feld hier. Ich habe es immer noch nicht verstanden, warum, aber ich will hoffen. Ja, also bauen wir jetzt hier die Leitern. Vielleicht klappt es ja dann, weiß ich nicht. Da wird schon mal eine Leiter gebaut. Mal gucken, aber das ändert nichts. Aber diese Leiter, das müsste was ändern, oder? Nee, tut's nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer, warum wir das da nicht abreißen können. So, hier ist abgearbeitet. Das heißt, die können hier raufspringen und können dann weitermachen, meines Erachtens. Genauso wie das müsste von unten gehen. Hier sind noch Algen. Da sind auch noch Algen. Vielleicht sollten wir die mal gerade abbauen, ne? Hier ist natürlich Schleim lange, ne? Deswegen haben wir die wahrscheinlich noch nicht abgebaut. Okay, das Kästchen ist weg. Dann können wir den hier, ne, zerlegen, nicht abbrechen. Den können wir dann abbrechen. So, dann ist hier Graben angesagt. Weil da können wir jetzt hoch. Aber wir können da gleich schon eine Leiter graben, weil das macht anders keinen Sinn. Okay, jetzt wird hier noch weitergegangen, ne? Das geht nicht, weil da noch die Wurzel ist. Kann das sein? Aha. Warte mal, dann lass den zerlegen und dann müssen wir weiter hoch. Genau, so wird es gehen, denke ich. Okay, hier wurde auch schon wieder einer gemacht. Kannst du den zerlegen? Und die anderen Aufträge haben wir ja alle. Hier müssen wir nachher gucken, wie wir da hinkommen, ne? Gut. Hier wurde schon gewischt. Da könnte schon wieder gewischt werden, sozusagen. Und die sind ja gut am Produzieren hier, glaube ich, ne? Oder? Auf jeden Fall kriegen wir hier immer Öl. Uff. Wir werden es irgendwann brauchen, ja. Jetzt haben wir gar kein Dingens mehr, kann das sein? Doch, hier ist noch genug, aber ich wollte schon was sagen, aber. Hier die Filter, die arbeiten schon nicht mehr, aber das Zeug ist alles relativ weit unten schon mal, ne? Könnte natürlich noch mehr hier oben runtergebracht werden, ne? Dafür müssten wir hier wieder aufmachen, ne? Aber hier oben, das ist ja auch kein Lebensbereich sozusagen, obwohl hier würde einer werden, ne? Da müssten wir eigentlich hier mal gucken, dass wir hier wieder so eine Schleuse machen, wie wir hier haben, ne? Hier haben wir ja schon ordentlich was abgearbeitet, ne? Keine Ahnung, was es war, ne? Wo ist denn hier die Isolierung, die wir machen müssen? Gar keine da. Was sagt denn die Temperatur? Hier müsste Temperatursteine mal gebaut werden, ne? Bis da haben wir sie, aber sonst auch nicht. Hier ist es doch alles viel zu warm. Und dann müssten wir hier eigentlich weiter hoch. Bis dahin können wir schon mal gehen, oder? Ne, da warte mal, die zwei reißen wir weg. Weil da müssen wir erstmal nur abreißen.
damit wir hier was wegschieben können. Weil das müssen wir hier gerade zumachen, diese Ecke. Genauso wie da. Und da können wir aber schon zerlegen. Kann man schon den nächsten machen, ne? Hier müssen wir entwurzeln, ne, oder? Das müssen wir entwurzeln. Das ist die Frage. Ich glaube, wir müssten hier hingehen, um die zu entwurzeln. Da müssen wir hin. Machen wir das mal so. Und dann müsste das eigentlich mit dem Entwurzeln klappen. Okay, er macht hier schon mal was. Das ist schon mal gut. Jetzt müssten wir nur schauen, dass wir da... Ach nee, da können wir graben machen. Obwohl, wenn der da graben kann, dann brauchen wir den nicht, weil dann kann er den machen, wenn das so ist. Ja. Okay, dann wird schon mal gemacht, damit wir die Wärme da links lassen. Wie sieht es denn nochmal mit Temperatur hier aus? Hier ist nicht so warm, ne? Hier ist es wieder kalt. Ja, wir müssten einfach diesen Bereich hier einmal zwischenbauen. Ja, hier hinten die Wand, die fehlt uns komplett. Warte mal, da drücken wir irgendwas zusammen, sehe ich gerade schon. Lass das mal so. Aber hier machen wir mal so. Kommen wir natürlich überhaupt nicht dran, sehe ich gerade, weil schon alles weggerissen hier unten ist, ne? Was haben wir denn hier auch? Chlorgas, ne? Ja. Das haben wir ja hier schon mal so gemacht. Aber ich glaube, das lassen wir erstmal so. Ja, hier wird auf jeden Fall Dämmung gemacht. Das ist schon mal gut. Mach das mal hier auf Prio 8, dann geht das vielleicht besser. Ja, und Sauerstoff ist hier schlecht, ne? Da müssen wir dran arbeiten. Jetzt pennen sie erstmal. Wie sieht es denn mit Essen aus? Ah, Essen geht schon mal hoch. Das ist schon mal gut. Ach, ein Essensraum hat man schon die ganze Zeit von gesprochen, ne? Haben wir hier noch keinen? Dann wird das hier was werden. Da wollten wir irgendwen freisetzen, aber ich weiß nicht wen und warum. Ach, das können wir von hier oben nachher noch machen. Da können wir erstmal da noch was abbaggern. Ja. Können wir eigentlich bis dahin auf jeden Fall und auch bis dahin können wir das machen. Dann kann da definitiv ein Teil rein. Und wie ist es hier? Da können sie eigentlich von da hoch und wir können da weiter abreißen. Hier müsste, ach, da kommen sie nicht hin, weil sie da nicht rüber können. Das wird das Problem da gerade sein. Und den können wir aber schon mal wegbaggern. Gut. Hier gibt es noch Essen. Da sind wir relativ gut mittlerweile aufgestellt. Mordrak schreit jetzt gerade. Ich höre ihn bis hier. Na. So, und jetzt ist hier der Auftrag nämlich mit dem Endingens. Und wenn wir den entwurzelt haben, dann funktioniert das wahrscheinlich erst hier. Ja, wenn das entwurzelt ist, dann können wir da wahrscheinlich erst was machen. Aber hier unten sind sie ja schon mal fix, ne? Ja, dann müssen wir gucken, wie wir da gleich hinkommen. Das haben wir auf jeden Fall zusammengedrückt. Hier ist Schleim und Schleimlunge. Und wie sieht es daneben aus? Da ist aber gar nichts mit Schleim. Ist also ungefährlich in dem Sinne. Wie viele Tonnen? Oh, wir haben gar keine einzige Alge mehr. Okay, das heißt, nächstes Problem lösen. Ja, das ist ja auch noch eine Alge, die können wir auch noch abbauen. Das war Schleim, ne? Ja. Ah, kommt sie da nicht hin? Ach, da kommen sie da nicht hin. Das bedeutet, wir müssen definitiv hier eine Leiter hinsetzen. Gut. Und dann müssen wir den hier abreißen. Damit sie da wieder hinkommen. Glaube ich. Ja, und dann können wir da schauen. Aber den kann man nicht bauen, ne? Oder? Nein, wegen der Pflanze. Oh, jetzt greift er sich gerade selber ein, oder?
näher die Leiter gebaut wird. Den können wir zerlegen, damit der gebaut werden kann, ne? Ja, das schauen wir uns gerade mal an. Da kommt ja jemand. Und der wird jetzt fertig gebaut, genau. So, jetzt wird es hier spannender. Den zerlegen. Den graben. Und die entwurzeln. Ich glaube, gleich haben wir es da unten mal geschafft. Da macht das noch keiner. Hier müssen wir weiter mit einer Leiter hoch, damit das hier auch weiter vorangetrieben werden kann. Ne? Okay. Ah, guck mal, da ist jetzt das Ei, der Samen hingekommen. Warte, wenn der jetzt zerdrückt ist, das bedeutet, wir können den jetzt zerlegen. Dann geht's in Wurzeln los, oder? Da ist noch eine Alge. Also hat schon einen Auftrag. So, jetzt muss da einer graben kommen. Gut, und hier machen wir da mal eine Leiter hin, damit man den weiterbauen kann. Das müsste alles soweit gut gehen, oder? Ach, hier, guck mal, hier haben wir was. Entwurzeln. Und dann Leiter dahin. Und Leiter kannst du nochmal nehmen. Genau. So, den können wir schon zerlegen. Hier ist nichts mit, doch da ist Entwurzeln. Kann sie da entwurzeln? Nee, ne? Okay. Hier wird das gemacht, auch sehr schön. Ich hoffe, dann kann entwurzelt werden. Hier wird es kompliziert wahrscheinlich, ne? Ja. Sind beide auf Entwurzeln stehend, kann man aber irgendwie nicht so richtig sehen, oder? Da ist auch ein Entwurzeln zu machen. Da kannst du gleich hier schon eine Leiter hin basteln, glaube ich. Ja, der wird schon gleich weitergebaut. Ja, das können wir noch nicht machen, weil sonst haben wir ein Problem. Gut. Hier muss entwurzelt werden. Vielleicht müssen wir hier graben, damit einer stehen kann. Ich weiß es nicht. Sieht man nicht so richtig, ne? Da ist der Sandstein geliefert. Hier ist noch Chlorgas. Hier ist was schief gelaufen. Haben wir doch gerade zusammengedrückt, oder? Ja, komm, dann schnellstens hier abbrechen, zerlegen und wieder einen Stein hinsetzen. Müssen wir das ganze Werk dann nochmal machen? Da ist irgendwas schief gelaufen, keine Ahnung wann. Hier ist auch Chlorgas. Geht es doch hier durch? Hier ist überall Chlorgas. Okay, das wird dann zum Problem, oder? Vielleicht geht Chlorgas ja immer irgendwo durch, oder? Hier sieht es nicht nach Chlorglas aus. Chlorglas. Hm. Hier ist überall noch Kohlendioxid. Hier ist Chlorgas. Hier nicht.
Ist verschmutzter Sauerstoff, Kohlendioxid. Ich glaube, wir machen mal hier gerade eine Schleuse hin. Das ist mir manuelle Schleuse, machen wir hier hin. Grab das da mal aus. Und das grab mal bitte auch aus. Er ist müde. Haben wieder keine Algen. Graben bitte. Und hier unten muss schneller gegraben werden. Höhere Prioritäten mal hier bitte. Wo haben wir denn noch mehr Algen? Im größeren Umfang vor allem, wenn es geht. Weil unser Sauerstoff wird dann bald knapp. Jetzt hier noch irgendwo Algen, jetzt ist hier ein anderes Biom, da wird es sowieso nicht sein im Kältebiom Algen. Haben wir hier oben noch Algen. Hier sind wir schon Outer Space. Warte mal, hier sind die Algen. Hier ist zwar Schleim, aber der Schleim ist nicht kontaminiert, oder? Ja, dann sollten wir den mal abbauen hier, weil den können wir doch umwandeln dann. Lass mal da eine Leiter bauen, dass wir ein Stück tiefer noch kommen. Geht ja auch von da abzubauen, hatte Goldamalgam, guck mal an. Ja, das dauert nicht mehr lange, dann ist das auch alle, ne? Oh Mann, hier ist schon Ende. Hier ist noch irgendwie eine Leiter, ein anderer Eingang. Was haben wir denn hier? Eis ist das alles. Das ist alles Eis, krass. Also Wasser. Mal gucken, wie wir an das Wasser da kommen, was da gefroren ist. Ne? Aber kurzfristig brauchen wir hier mal ein paar Algen. Da wären welche und hier auch. Komm, dann. Nee, graben. Prio 8. Dahin erstmal. Hier ist Chlorgas, das muss zu. Das war auch gerade Prio 8. Ja, ich glaube, wir sind erstmal wieder so weit, dass wir hier einen Cut machen können. Hier fehlt es auch wieder. Den kannst du zerlegen. Ja. Ich würde ja schon wieder stundenlang weiterspielen, ne? Das ist das Problem. Aber wir machen jetzt hier einen Cut für die Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.